Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video bezüglich unseres neuen Hauses. Wie angekündigt auf Instagram werden wir euch hier auch auf YouTube mitnehmen und nochmal detailliertere Videos für euch aufnehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, merkt man mir vielleicht an, weil ja, YouTube ist noch so Neuland für mich. Ich hatte mal zwei Videos vor einem Jahr gedreht, zwei, drei Videos, aber es ist immer wieder dennoch eine Herausforderung. Und wir zeigen euch heute auf jeden Fall unser Kernsanierungsobjekt von innen. Für außen ist das Wetter nicht gerade sehr gut und wir wollen das einmal in zwei Videos splitten. Ich würde sagen, kommt erstmal einfach rein und den Rest besprechen wir dann drin. So, wir stehen gerade in unserem Einfamilienhaus, Leute. Das ist ein Haus aus den 80er Jahren, oder? Mhm. Genau, also Ugi ist gerade hinter der Kamera und er hat so ein bisschen mehr Ahnung, was die Fakten betrifft, deswegen werde ich ihn immer wieder mal fragen. Also 1980, es ist ein Zweifamilienhaus mit einiger Wohnung und wir machen daraus oder wollen daraus ein Einfamilienhaus machen. Die Abrissarbeiten haben ganz frisch angefangen. Ihr werdet merken, an ein paar Stellen sind schon ein paar Sachen rausgerissen. Ich würde sagen, wir starten einmal im Erdgeschoss und danach begeben wir uns ins Obergeschoss und am Ende ins Untergeschoss. Wir haben mit Ugi einmal den Platz getauscht. Ich stehe jetzt gerade hinter der Eingangstür und direkt rechts befindet sich gerade aktuell eine Toilette, also ein Bad. Wir machen daraus eine Garderobe. Hier auf der Seite befindet sich unsere Garage. Wir gehen mal kurz rein. Ja, das ist unsere Doppelgarage und wie ihr sehen könnt, hat der Vorbesitzer uns eigentlich komplett das Haus möbliert gelassen. Das kann Vor- und Nachteile haben, aber hier definitiv Vorteile. Wir haben ganz viele Regale, Geräte, die er uns einfach geschenkt hat und das ist natürlich sehr, sehr lieb von ihm. Wir haben hier oben nochmal Stauraum und hier vorne ist nochmal ein Raum. Ich kann es dir gleich mal zeigen, wenn du magst. Und ansonsten müssen wir das aber hier ein bisschen umstrukturieren, weil unser Auto sonst nicht reinpassen würde, glaube ich, oder? Dann müssen wir testen. Ja, also das muss zum Beispiel einmal, glaube ich, auf die Seite. Aber Garage ist erstmal jetzt noch nicht die Priorität. So, ich bin jetzt wieder im Flur. Überall, wo wir jetzt lang gehen, auch vorher, alles wird eigentlich ausgetauscht. Die Fenster, die Türen, Boden, die Wände werden zum Teil auch abgerissen. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Räumlichkeiten vergrößern, weil das Haus hat ganz viele kleine Räume und wir wollen halt ein bisschen mehr Open Space. So viele Räume an sich brauchen wir nicht und deswegen versuchen wir dann das Ganze ein bisschen freier zu gestalten. Hier zum Beispiel wollte ich eigentlich eine schwebende Treppe. Statisch wäre es anscheinend möglich, wäre aber sehr, sehr teuer und ich musste mich einfach damit jetzt abfinden und machen jetzt das Beste draus und werden hier, weil das möglich ist und auch, ja, ist zwar auch kostspielig, aber ist machbar, sage ich mal. Ab hier wird sozusagen bis hierhin komplett die Wand einmal rausgerissen. Mhm. Hier die Wand kommt weg, da vorne kommt die Wand weg, hier der Eingang wird nochmal vergrößert und man hat einfach ein bisschen freierer, ja, Fläche, würde ich sagen, damit man auch so einen Blick direkt so auf die Treppe hat. Vor allem nach unten hin wollte ich einfach das Gefühl loswerden, dass man in den Keller runtergeht. Wisst ihr, was ich meine? So, dass es nicht mehr Keller ist, sondern auch Wohnraum. Diese Wand kommt auch komplett weg. Diese Wand kommt weg. Diese Wand hier vorne bleibt. Wir werden hier diesen Raum und diesen Raum komplett einmal verbinden und daraus einen Wohn-Essbereich machen. Ich finde, man kann hier nochmal ganz schön sehen, wenn das hier weg ist, ist der Eingang ja, oder beim Runtergehen hat man einfach nicht das Gefühl, dass man in einen Kerker gehen würde, sondern es gehört dann noch zum Wohnraum dazu. So, wir stehen jetzt gerade im alten Wohnzimmer, so wie es hier genutzt wurde. Das wird ein Teil des Essbereiches sein. Hier werden alle, wie gesagt, Fenster und Böden und Decken und Wände erneuern. Dann ist es halt eine Kernsanierung. Das alles kommt hier raus. Und bei dem Kamin sind wir uns noch gar nicht so einig. Ugi wird den gerne behalten, renovieren lassen. Und ich hätte gerne einen Gas-Elektrokamin, also diese neueren Modelle. Müssen wir noch schauen, was wir da machen. Und bei den Fenstern wollte ich euch noch sagen, wir haben so ein Highlight, also Special für uns. Wir haben uns im Wohn- und Essbereich dazu entschieden, Skyframe-Fenster anbringen zu lassen. Das sind Fenster, die ja fast rahmenlos sind. Da gibt es auch Staffelungen, natürlich auch Preisunterschiede, aber die sind ganz schön, könnt ihr mal gerne nachschauen. Ihr habt das Gefühl, als würdet ihr rausschauen ohne ein Glas davor. Das ist mega schön. Ich würde sagen, wir zeigen einmal auch hier vorne, wie das so ausschaut, aber außen machen wir nochmal ein getrenntes Video. Da das Haus am Hang steht, haben wir hier einen Balkon und den Zugang zur Terrasse. Also zum Garten hat man dann vom Untergeschoss aus. So, wir haben hier auch reichlich Platz, würde ich sagen. Hier werden wir uns auch das Ganze gemütlich machen. Hier wird auch alles erneuert. Das Geländer wird erneuert
Und auch hier wird nochmal alles verputzt, also renoviert komplett. Die Balken kommen dann auf jeden Fall auch weg. Und das Dach wird dann irgendwie anders gestützt. Diese Wand kommt ja auch weg. Hier der Bereich wird dann der Bereich der Küche sein. Man hat halt hier von der Terrassentür aus auch nochmal einen Durchgang direkt in den Garten. Und das ist halt ganz praktisch, finde ich, vor allem, weil das Haus am Hang steht. Ja, ich habe mir überlegt, hier vorne dann einen Esstisch hinzustellen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich hätte mir gewünscht, dass am Kamin doch eher unser Sofa stehen würde, aber müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Auf jeden Fall hier dann die Küche und hier dann unser Essbereich. Also hier wird die Wand auch komplett einmal rausgerissen. Das wird sozusagen mit dem Zimmer vereint. Und hier werden wir aber eine tragende Säule haben, die wir dann schöner machen. Und ich glaube, das wird dann nicht so schlimm sein. Diese Wand kommt wie gesagt raus und das gehört dann noch zu dem Wohnbereich. Wir gehen einmal kurz rein. Hier kommt auch wie drüben eine bodentiefe Terrassentür rein. Was haben wir gesagt? Wie groß, wie breit? Hier wird es 2,50 Meter. Und da drüben? 3,40 Meter. Ja, bodentief, Schiebeelemente. Und diese Terrassentür, also Balkontür, wird auf jeden Fall zugemacht. Dass man so einen direkten Blick hier hat und hier durch kann, weil wir brauchen auch irgendwo eine Wand, wo wir was hinstellen können, weil sonst haben wir keine Wand. Und deswegen ist das dann ganz praktisch. Diese Wand wird zugemauert, damit wir hier nochmal einen separaten Hauswirtschaftsraum haben. Aktuell, wo wir gerade wohnen, haben wir halt keinen Hauswirtschaftsraum und das ist super schwierig, Sachen irgendwie zu lagern. Das liegt alles bei uns irgendwo immer rum und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich am meisten auf den Raum irgendwie, weil dadurch auch eine gewisse Ordnung herrscht und man weiß, wo alles ist. Der Zugang zu dem Hauswirtschaftsraum wird vom Flur aus hier sein. Eine kurze Info vielleicht auch zu den Türen. Wir haben uns für zagenlose Türen entschieden. Also die sind mit der Wand irgendwie auch so eben. Das sieht immer ganz schön aus. Welche Türen es sein werden, wissen wir noch nicht. Aber ich habe mir da ein paar Infos auf jeden Fall auf Pinterest eingeholt. Hier ist unser Gäste-WC, Gästebad. Hier sind wir uns auch noch nicht so einig, ob wir eine Duschkabine mit einbauen lassen sollen oder nicht, weil unser Gästezimmer ist unten und da ist schon ein Badezimmer für den Gast. Eigentlich wäre es nicht so sinnvoll, aber... Aber wir haben halt überlegt, in dem Raum rechts ein Gästezimmer eventuell zu machen, deswegen. Ja, hier sind wir uns auch noch nicht so einig. Wir schwanken zwischen Ogis Büro oder noch ein Gästezimmer. Müssen wir halt schauen, glaube ich, oder? Mhm. Ja, das ist das Gästezimmer oder Büro von Ugi. Ganz normaler Raum, wird auch hier komplett einmal alles neu gemacht. Boden wird tatsächlich, wissen wir auch noch nicht, ich glaube im Erdgeschoss werden es Fliesen mit Betonoptik und oben und unten Parkett oder eben alles Parkett. Keine Ahnung, also wir haben uns noch nicht entschieden, glaube ich. Müssen wir mal schauen, es gibt immer Pros und Kontras für beides. Und ja, Fenster wird auch komplett erneuert. Das war es auch schon zu dem Zimmer, glaube ich. Von hier sieht man es auch noch mal ganz gut, wegen der Wand. Ja, genau. Und es kommt alles raus, Leute. Also das alles kommt raus und ihr müsst euch vorstellen, das wird komplett so ein Open Space, wenn man reinkommt. So, ich würde sagen, wir gehen einmal hoch. Bei den Treppen, wir haben eine Gusstreppe. Wollen wir nochmal verschönern, oder? Ja, klar. Ja. So, wir stehen gerade im Obergeschoss und ihr seht, hier wird schon gearbeitet. So, ich stehe jetzt gerade vor dem Schlafzimmer, also vor dem Elternschlafzimmer. Und das wird unser Masterbad sein. Das wird hier einmal zugemauert und der Durchgang zu diesem Zimmer wird aus dem Schlafzimmer aus sein. So, ich stehe gerade im Schlafzimmer. Was wollen wir dazu sagen? Hier war ein Kamin, ist schon alles raus, wird auch alles neu gemacht. Diese Verzierungen kommen auch raus. Das kommt auch alles weg. Was ein bisschen cleaner ist. Highlight des Raums, muss ich ehrlich sagen, ist unsere kleine Bibliothek hier vorne, hier oben. Und wie wir es tatsächlich nutzen, wissen wir auch noch nicht, was wir daraus machen. Es wird auf jeden Fall nochmal als weiß gestrichen oder eben beige, keine Ahnung. Wie ihr merkt, ich habe noch nicht viele Gedanken darüber gemacht. Eigentlich schon, aber ich bin total unschlüssig. Ja, wir haben hier auch sehr schöne hohe Fenster. Also hier werden wir die Fenster tatsächlich behalten. Die werden aber nochmal in Anthrazit gefärbt, damit es halt stimmig ist mit den anderen Fenstern. Ja, Rollläden kommen überall dran. Ansonsten muss ich mir noch überlegen, vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es gerne in die Kommentare, wo ich hier meinen Schminkbereich aufstellen soll mit einem riesen Spiegel. Ich habe vielleicht überlegt, an dieser Wand hier, oder? Also müssen wir schauen, wie wir es machen. Wir haben hier einen direkten Durchgang ins Ankleidebereich. Und da stehen jetzt ganz viele Sachen, kommen dann durch. So, ich stehe hier gerade mittendrin. Das wird unser Ankleidebereich sein. Die Fenster werden erneuert. Das war hier vorher eine Küche, da es ein Zweifamilienhaus mit einiger Wohnung war.
Hier oben war dann eine Wohnung, unten war eine Wohnung und ganz unten ist die Einliegerwohnung gewesen. Wir machen ja daraus eins und ja, deswegen stehen hier noch Küchengeräte drin. So, das wird unser Ankleidebereich sein. Hier war der direkte Durchgang vom Schlafzimmer aus. Und da gerade, wo Ogi steht, ist eine Tür, aber da wird auch zugemauert, damit man sozusagen einen Bereich für uns hat, also für Ogi und mich, Schlafzimmer, Ankleidebereich und ein direkter Durchgang ins Masterbad. Ja. So, hier kommt dann eine Tür rein. Und dann hat man, wie gesagt, einen direkten Durchgang ins Badezimmer. Ich glaube, hier kann ich jetzt nicht weiter durchgehen, aber wir haben uns hier überlegt, das alles in Samttöne zu gestalten. Am besten alles gegossen, müssen wir noch schauen. Das ist alles immer eine Frage des Preises, Leute. Und man hat ja eine Grenze. Eigentlich heißt es ja, geht nicht, gibt's nicht. Aber man muss sich ja selbst Grenzen setzen. Und deswegen müssen wir schauen, ob es dann Guss wird oder eben doch Fliesen. Also hier vorne haben wir einen Einbauschrank auf dem Flur. Und wir hatten uns tatsächlich überlegt, mit Ugi hier eine Wand zu ziehen, eine Tür rein und daraus ein Kinderbadezimmer zu machen. Aber wir dachten uns, warum jetzt den Aufwand? Weil die Kinder sind noch nicht da. Und bis die irgendwann mal da sind und alleine auf Toilette gehen können und das Badezimmer brauchen, dauert es. Deswegen werden wir das jetzt erstmal so behalten. Und hier lagere ich dann meine Schuhe rein. Darauf freue ich mich ja auch, weil gerade aktuell, Leute, liegen meine Schuhe überall zu Hause rum. Und der Ogi regt sich schon darüber auf, aber ich weiß auch nicht mehr, wohin damit. So, ich stehe gerade im möglichen Kinderzimmer. Sind direkt auch beide gegenüber voneinander, also zwei Kinderzimmer. Und ich denke, das ist ein schönes Kinderzimmer, oder? Also ich hätte mich gefreut. Also wir drei Geschwister haben in einem Zimmer gewohnt und das hat uns auch gereicht. Und ich finde, es ist irgendwo, also für mich zumindest, ist es so sein Luxus ist, wenn man schon von Anfang an alleine ein Zimmer hat für sich. So, ich stehe jetzt gerade im zweiten Kinderzimmer. Ihr seht es auch schon hier, richtig was in Gange. Und das war vorher ein Badezimmer tatsächlich. Ach so, was vielleicht auch gut zu wissen wäre, wir haben schon überall Fußbodenheizung drin. Ich glaube, die Rohre sind auch alle neu, oder? Mhm. Ja, und Photovoltaikanlage. Genau, haben wir auch. Aus der Perspektive haben wir echt Glück, dass das alles schon dabei ist. So, wir gehen jetzt mal runter. Wir sind jetzt im Untergeschoss und hier links befindet sich direkt ein Zimmer. Das war ein Partykeller früher und wir wollen daraus ein Ugi-Zimmer machen. Zum Chillen mit seinen Freunden und einem Sofa und Playstation und Beamer und was auch immer so ein Mann benötigt. Diese Wand kommt ja raus, ne? Wie schon gesagt, und ich weiß gar nicht, wird das noch mal ein bisschen höher angesetzt? Wir werden es versuchen auf jeden Fall. Ja, das werden wir anscheinend versuchen. Ist immer alles so eine statische Sache. Was noch vielleicht erwähnenswert wäre, ist, dass hier auch unten Fußbodenheizung ist. So, ich stehe gerade hier im alten Partykeller / neuen OG-Room. Ich fand ja hier diese Theke richtig cool. Die hätte ich ja behalten und daraus so eine Fitness-Theke gemacht. Aber ja, ist sein Raum. Muss er entscheiden, was er damit macht. Hier kommt auch der Boden komplett raus. Oben diese Verzierungen, sieht man die? Die kommen auch komplett raus. Wand, Decke, alles neu, wird neu gemacht. Die Fenster werden erneuert komplett. Da kommen ganz normale Fenster rein, aber aus Sicherheitsgründen kommt da, glaube ich, nochmal so Gitter vor. Genau, Gitter. Und hier diese Räume, die kommen auch weg. Und diese Wand kommt auch weg. Und damit ist alles so ein riesen Raum. Die Türen werden hier auch in diesem Geschoss auch erneuert alle. Das sind jetzt so Kellertüren, aber da kommen ganz normale Türen rein. So, ich stehe jetzt gerade im Flur. Dieser Bereich wird zugemauert, würde ich mal sagen. Und da kommt eine Wand hin mit einer Tür rein, damit wir wirklich so nochmal optisch eine Trennung zwischen Kellerbereich und Wohnbereich haben. Denn hier ist die Einliegerwohnung. Deswegen werden wir das einmal hier trennen. Hier kommt auch ganz normal Parkett rein. Also es wird alles viel wärmer und wohnlicher. Und dann hat man sozusagen hier einen Durchgang, macht die Tür auf und kommt dann in den Keller, würde ich sagen. Ne? Mhm. Hier ist auch irgendwas, hat der Vorbesitzer gemacht, aber erneuern wir alles. Und hier auch, das alles wird neu gemacht. Verputzt und gestrichen. Hier haben wir unseren Waschraum. Ja, Waschmaschine, Trockner, solche Sachen kommen hier rein. Ich werde auf jeden Fall was so einbauen lassen, damit das alles auch ordentlich ist. Ich habe das mal gesehen. Das sieht richtig schön aus. Hier vorne haben wir einfach unser Heizraum. Mhm. Ne? Ja, wird auch nochmal vielleicht sauber gemacht, frisch gemacht. Die Tür wird ausgewechselt. Und hier vorne, was ist das, Schatz? Notschalter, Heizung, Notschalter. Ich glaube, das ist nicht mehr in Betrieb. Ach so. Hier haben wir unsere Sauna stehen. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ein Sauna-Fan.
mir wird immer ganz schnell warm und ich halte es auch nicht so lange aus. Aber ich meine, wenn wir es schon haben, dann können wir es auch nutzen. Das wird ja auch alles noch ein bisschen schöner gemacht, die Wände, die Decke. Der Raum ist tatsächlich tiefer und deswegen kann man ihn auch nicht anders nutzen. Ich habe mir erstmal überlegt, einfach die Sauna hier rauszuschmeißen und daraus was anderes zu machen, aber es würde sich nicht lohnen und deswegen lassen wir es jetzt einfach. Er wird, wie gesagt, schöner gemacht. Man hat einen Durchgang auch direkt zur Terrasse. Und ja, ist gar nicht mal so schlecht vielleicht. So, die Tür hier kommt raus, weil ja dann hier eine Wand sein wird. Und dann hat man sozusagen direkt einen Durchgang ins Untergeschoss. Und hier ist dann unser Büro, also mein Büro, dann ein Gästezimmer, ein Gästebad, eine Küche nochmal und ein Hauswirtschaftsraum. So, ich stehe jetzt gerade hier im Flur und ihr müsst euch vorstellen, hier werden wir unseren Flur nochmal komplett bis hierhin durchziehen, sodass wir einen separaten Eingang in dieses Zimmer und auch in dieses Zimmer hier hinten links haben. Denn aktuell ist es so, dass man in dieses Zimmer nur durch dieses Zimmer kommt. Und das wollen wir umgehen. Und deswegen wird unser Flur sozusagen, wie gesagt, bis hier hinten einmal durchgehen. So, ich stehe jetzt im Büro. Also mein Büro soll es sein. Büro, Schrägstrich, Creative Room, Studio, was auch immer. Das Fenster wird auch hier bodentief sein mit einem Schiebeelement, sodass man einen direkten Durchgang auf die Terrasse hat. Und es wird auch nochmal ein bisschen breiter sein, ne? 2,80 Meter. Ja, das ist jetzt knapp 2 Meter, das ist 1,80, weiß ich gar nicht. Aber immer wird 2,80 Meter breit. Ja, da die Terrasse und so weiter auch komplett erneuert wird, wird es, glaube ich, am Ende sehr, sehr nice aussehen. Auch hier haben wir eine Fußbodenheizung schon drin. Also ja, besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden für uns. Ach so, dieses Fenster wird auch erneuert, aber es wird dann kein Fenster sein, was man aufmachen kann. Also es wird dann einfach ganz normal ein Fensterelement sein, ne? Und klar, ja. Dann habe ich ja gesagt, hier wird ja Flur sozusagen durchgezogen und dann haben wir hier eine Tür in dieses Zimmer und dann haben wir hier noch eine Tür in dieses Zimmer, da wird unsere Küche stehen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum haben die zwei Küchen? Erstens wussten wir noch nicht, was wir mit diesem Zimmer anfangen sollen. Zweitens haben wir uns gedacht, da ja die Terrasse und unser Garten ja hier auf dieser Etage ist. Man hat ja zwar von oben einen Durchgang direkt von der Küche aus auf die Terrasse, aber wir haben uns überlegt, es ist gar nicht mal so verkehrt, auch für den Gast hier direkt eine Küche zu haben, vielleicht eine Kaffeemaschine und auch wenn wir hier auf der Terrasse grillen oder im Garten chillen, dass man direkt von hier aus einmal, ne, nicht nochmal hochgehen muss, sondern hier eine Küche hat. Und ja, das wird dann die Küche sein. Wir werden unsere alte Küche mitnehmen für diese Küche. Wir wollten sie erst verkaufen, aber dann habe ich mir gedacht, total unnötig, eine neue Küche einbauen zu lassen. Deswegen nehmen wir die alte mit. Und was heißt die alte? Die alte haben wir auch seit 3 Jahren erst. Und deswegen sehe ich es irgendwo nicht ein, da jetzt nochmal dafür Geld auszugeben. Hier wird unser Hauswirtschaftsraum wieder sein. Ich glaube tatsächlich, dass ich diesen Raum eher nicht nur für Küchensachen nutzen werde, sondern auch für Pakete, alles Mögliche drum und dran für Instagram und Co. So, hier ist unser Gästezimmer. Gehen wir mal rein. Hier wird auch das Fenster nochmal komplett erneuert, kommt ein Schiebeelement rein, auch das wird auch breiter. 2,20 Meter. 2,20 Meter und man hat auch direkt als Gast hier einen Durchgang auf die Terrasse. Dann haben wir hier ein Gästebadezimmer, Schrägstrich, wenn man auf der Terrasse sich befindet, kann man direkt hier aufs Klochen gehen. Und hier ist auch dann eine Duschkabine und alles drum und dran. So, hier haben wir uns überlegt, dass wir es alles ein bisschen schöner machen und die Eingangstür, also eine Haustür, da komplett rausnehmen. Und da kommt eine Terrassentür rein, sodass man hier einfach, wenn man hier lang geht, direkt auf die Terrasse gehen kann und nicht immer durch die verschiedenen Zimmer muss. Und dann ist es auch wirklich dann wiederum eine Einheit und nicht irgendwie separat nochmal eine Haustür. Und ja, das war uns wichtig. So, das war unser erstes Video zu unserem neuen Haus, welches wir kernsanieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind noch keine Pros, deswegen lasst uns gerne ein paar Tipps da in den Kommentaren, was ihr vielleicht noch sehen wollt, ein Feedback vielleicht und auch gerne einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, denn es werden nicht nur Home-Videos kommen, sondern auch, wie auf meinem Instagram-Kanal, zu meiner Leidenschaft Fashion, Beauty und Lifestyle. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen gemeinsamen Weg und sage bis bald!